Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich hätte sowieso auch das Gespräch gesucht. Ich wollte mich entschuldigen. Ich dachte, Sie seien der Aufgabe nicht wirklich gewachsen. Ich habe mich wohl geirrt. Ehrlich gesagt, nach dem, was ich bisher gesehen habe, hätte Cerberus Sie schon viel früher rekrutieren sollen. Ich wünschte, Ihre Leute hätten mir ein Angebot gemacht. Ich habe die Unterlagen Ihrer Jagd auf Saren studiert. Ich weiß, welche Entscheidungen Sie treffen mussten. Sie würden gut zu uns passen. Und wir können von Glück sagen, dass wir Sie haben. Viele schließen sich aus reiner Xenophobie an. Wir brauchen mehr Leute, die aus den richtigen Gründen hier sind. Was wollte Cerberus durch Experimente an Kindern wie Jack beweisen? Es war ein Fehler, keine Frage. Aber nicht meiner. Und außerdem wurde er korrigiert, sobald wir das Ausmaß der Experimente erkannt hatten. Ich habe vor Jahren Ihre Basen gesehen. Sie haben aus Rachni, Torianischen Creepern und sogar Husks eine eigene Armee geformt. Die Husks waren bereits tot. Die Torianischen Kreaturen hatten keinen Verstand. Und die Rachni wurden freigelassen, sobald wir ihre Intelligenz erkannt hatten. Wir haben keine Armee herangezüchtet, sondern entbehrliche Stoßtrupps für besonders riskante Einsätze. Wie viele Soldaten sind bei Sarens Angriff auf Eden Prime gefallen? Wie viele hätten überlebt, wenn wir nur ein Dutzend Rachni auf unserer Seite gehabt hätten? Gibt immer zwei Seiten der Medaille. Rein rational klingt das, was sie sagt, ja gar nicht schlecht. Bei ihrer Intelligenz könnten sie jeden Job kriegen, den sie haben wollen. Warum sind sie hier? Weil ich Morden noch immer um seine Zeit bei der Special Task Group beneide. Um die Zusammenarbeit mit den Leuten seines Kalibers. Cerberus sagt mir nie, dass etwas unmöglich ist. Sie geben mir die Ressourcen und sagen, machen Sie. Und ihnen hat man sogar noch mehr gegeben. Ein neues Leben, ein neues Schiff. Die persönliche Aufmerksamkeit des Unbekannten. Das ist jetzt... Also eine Romanze sollten wir ja schon haben, das gehört ja zum Mass Effect dazu. Das klingt jetzt ein bisschen zu sentimental, das passt irgendwie nicht. Ach komm, machen wir es trotzdem. Das Beste, was er getan hat, war, Sie in meine Truppe zu stecken. Sie wären gut ohne mich zurechtgekommen. Das hätte ich vorher zwar nicht geglaubt, aber... Ich habe es einfach nicht. Dieses Feuer, das Leute dazu bringt, Ihnen bis in die Hölle zu folgen. Mein Vater hat mir die besten Gene besorgt, die man für Geld kaufen kann. Aber das war wohl nicht genug. Muss es am Ende immer um ihre genetische Ausgestaltung durch ihren Vater gehen? So bin ich nun mal, Shepard. Ich kann es nicht verstecken. Intelligenz, Aussehen, sogar die Biotik. Er hat das alles gekauft. Ihre Verdienste basieren alle auf ihren Fähigkeiten. Ich hingegen kann nur für meine Fehler die Verantwortung übernehmen. Moment mal, sind Sie eifersüchtig? Das ist doch absurd. Hat der Unbekannte doch einer genetischen Promenadenmischung das Kommando übertragen? Erstens ist das hier kein Wettkampf. Wow, was war das jetzt? Zweitens sind Sie Ihren Unterlagen zufolge nahezu vollständig menschlich. Vollständig menschlich, was? Nicht frech werden. Immerhin habe ich Sie wieder zusammengebaut. Und ich mache verdammt gute Arbeit. Mit Sicherheit. Was zum Teufel war das? Etwas Menschliches. Okay, das bedeutet überhaupt nichts. Wir haben nur... Meine Güte, ich muss nachdenken. Wir reden später. Wir grinst. Und Schluss mit dem Grinsen. Wow. Okay. Das war lustig. Mal schauen, ob sie da auch so perfekt ist. Kikiti. Okay, Spaß beiseite. Wir machen weiter. So, als nächstes ist Tali dran, was? Mit Samara kann man ja, soweit ich weiß, keine Romanze eingehen. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Massenpopperport, halt, dung. Thane, Garrus, Grunt. Ach, wir machen jetzt das mit Grunt, das haben wir schon ewig. Komm. Das wollten wir eigentlich schon ganz, ganz lange machen.
Vom Feindbeschuss schützt man sich am besten durch eine ordentliche Deckung. Nein, man schützt sich am besten, indem man nicht mal in der Nähe der Reichweite der Waffen ist. Nein, nicht Info. Hinzufügen. Und Samara, komm. Wir nehmen Samara mit. Die bekommt gleich mal die nächste Stufe von 10. Grant bekommt... Brandmunition bringt's nicht. Ich skill nix. So, und ich möchte meine Waffen wechseln. Ich möchte bitte wieder die Widow. Ich möchte bei der Tempest wieder die Locust. Und die Waffe ist zwar geil, aber... Nee, doch, ich behalte sie. Die macht Spaß. Ich habe gerade überlegt, ob ich sie wechseln soll, aber dann habe ich wieder daran erinnert, was mit dem Geth Koloss passiert ist, und das ist einfach lustig. So. Ich schätze mal, wir müssen als erstes mit Earthnaut Rex reden. Dass der uns überhaupt sagt, was wir da tun können. Eines Tages kommen wir von diesem Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Der Earthnaut-Clan hat nach der Vernichtung des Verloc-Clans an Stärke gewonnen. Das kennen wir schon. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Das mache ich jetzt. Shepard, was kann ich für Sie tun, mein Freund? Ich habe einen Krogan in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord O'Kir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shi'aga. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. O'Kir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Hat der Name irgendeine Bedeutung für Sie, Rex? Ein grausamer Warlord, der viele Leben auf dem Gewissen hat. Der offensichtlich Genexperimente gemacht hat. Ein Klon durchläuft den Ritus? Das ziehen Sie ernsthaft in Erwägung? Eine Tankzüchtung soll Erwachsenenstatus erhalten? Das geht zu weit. Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, er kommt also in die jungfräuliche Phase. In die Pubertät. Ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot. Nun, Grant? Möchten Sie zu den Earthnut gehören? Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Earthnaut-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Oh ja. Der Earthnaut-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision Ihnen nur Vorteile bringt. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. Davon hat O'Kir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Wir haben den langen Weg nicht umsonst gemacht. Ja, mein Blut verlangt danach. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Rex guckt mit der Rüstung auf jeden Fall wesentlich geiler aus als im Einser. Das muss man mal hinzufügen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Klingt, als hätten sie große Veränderungen. Oh, wow. Für die Kroganer ist ein...
Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Dachte, das ist jetzt quasi was Neues zum Reden, aber das ist das, was wir schon beredet hatten. Die Citadel hat diese riesigen Arme und Millionen von Leuten leben dort. Warum interessiert dich das? Geben Sie mir einen Grund. Sie überschreiten Ihre Grenzen, Gettatak Ulvenk. Die Riten der Ordnung gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Ich streite mich nicht um solchen Unsinn. Grunt ist bereit. Fangen wir an. Ihre Herabwürdigung unserer Rituale missfällt mir noch mehr als Uwenks Anschuldigungen. Mein Wort allein entscheidet, ob ein Ritus stattfindet. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Kran steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krant? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Wie kann man einen Kandidaten prüfen, wenn er zu seinem Initiationsritus Verstärkung mitbringen darf? Nicht jeder Kroganer kann ein starker Krieger sein, aber jeder muss die Seinen dazu inspirieren, an seiner Seite im Kampf ihr Bestes zu geben. Wenn diejenigen, die sie am besten kennen, nichts Wertvolles in ihnen sehen, sollten sie die Ödnis durchwandern und einsam sterben, bevor sie meinen Clan schwächen. Grunt wird den Ödnat-Clan starker machen. Nennen Sie uns ein Ziel und wir werden es auslöschen. Gut gesprochen. Die meisten Aliens und einige Kroganer verstehen unser Leben nicht. Versehen unser Leben nicht. Wie mir scheint. I see what Aliens there. Wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist einer. Boots! Wir haben den Kroganer gemacht. Sie wagen es. Dieser Mensch gefällt mir. Er hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Wie sind jetzt Ihr Problem? Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Sie stehen doch auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig! Ich glaube, ich weiß noch, was das war. Da werden wir etwas aus dem Einser wiedersehen, wenn es das ist, was ich denke. Dann möchte ich aber eigentlich nicht Samara dabei haben, sondern... Ja, Said ist langweilig. Und Tali wird nichts bringen. Ach komm, was soll's. Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt irre. Ich weiß schon den perfekten Folgenname. Ein Grunt das zur Loyalität. Okay. Chanka davon getragen hat, die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte.
Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Krogana. Wenn Sie sich dem Ördnord-Clan anschließen möchten, müssen Sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich Ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Ördnord-Leiche. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Turbinenteile. Wir fangen gleich an, alles gut. Irgendwie bin ich gerade scheiße. Boah, ich war gerade irgendwie voll perplex. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ja, ja, ist ja gut. Zuerst eroberten die Kroganer Tuchanka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen können. Da kommen sie. Ich bin bereit. Ich noch nicht, muss das hier vorher noch hacken. Oh. Nichts, Kleiner. Hundis. Gott, greift doch nicht mich an. Ich will mal hier die Nahkampfwaffe lösen. Da wäre jetzt die Tempest theoretisch gar nicht so schlecht. Ich muss die Munitionsarten noch aktivieren. Dass ich würdig bin. Er hat Spaß. Ördnerleiche. War's das schon? Nee. Da. Sei doch nicht so laut. Auf den Boden, sofort! Geh doch selber auf den Boden. Wieder runter! Eigentlich dumm, die ganzen Medikits jetzt anzusammeln wahrscheinlich, aber... Ich hab sie doch sowieso noch nie gebraucht. Also fast nie. Nie ist gelogen. Fast nie. Da kommen sie. Ich bin bereit. Hast du nichts zu bieten? Nee. Also bisher ist es schon arg einfach, ne? Shepard, aktivieren Sie den Schlüsselstein. Hoffentlich haben wir jetzt mal ein bisschen mehr zu tun. Aber es ist die Mission, wo ich dachte, wir werden gleich etwas aus dem Einsatz wiedersehen. Dann wurden die Kroganer zu den Sternen emporgehoben, um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Einen Feind, den nur wir in seinem Bau verfolgen können. Kriecher, komm! Der Tod wartet! Irgendwie kann ich mich an das nicht mehr erinnern. Nach links! Was, links? Ah. Ich werfe sie um. Was, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ist das also die Mama von denen? Oh, da steht neben mir eins. Die aus. Ja.
Verbrenne! Wenigstens spawnen die schneller. Was ist denn? Da, boah, das bewegt sich anscheinend bockschnell. Hab's grad nicht mal kommen sehen. Da, ja, es bewegt sich echt schnell. Es kam gerade von da hinten rechts, glaube ich. Ich weiß nicht. So ein Techniker, so ein richtiger Techniker nochmal zu spielen, wäre bestimmt auch cool gewesen, weil der so andere Fähigkeiten hat. Dürfen wir jetzt mal gegen dich kämpfen? Nee, immer noch nicht. Vielleicht dürfen wir das auch gar nicht, weil, wie gesagt, um das Viech kann ich mich nicht erinnern. Haben wir es jetzt bald? Mir geht langsam die Muni aus. Da liegt Muni. Ah, das war's. Ich kann den Schlüsselstein wieder aktivieren. Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual. Nun tragen alle Kroganer die Genophage in sich. Unsere Belohnung und unseren Fluch. Bei diesem Kampf gibt es nur ein Ziel: Überleben. Hören Sie das? Alles. Schade. Reicht nicht. Kommt die Dinger Angriff? Nee, oder? Oder doch? Naja, kann man. Feinde! Da, ein Dreschlund! Kennen wir ja aus dem Einser. Endlich ein Feind, der sich zu bekämpfen lohnt. Habe Schilde verloren. Aber da haben wir die ganze Zeit nur im Fahrzeug besiegt. Da wäre es jetzt halt echt interessant, ob der Mini-Atomraketenwerfer das Ding auch one-shotten kann. Schade, dass ich nicht genug Muni habe. Ja, wirst du mich hier, wo ich bin, nicht, ne? Flatschuss! Ah! Au! Ich hätte es nicht sagen sollen. Greif ihn anders an. Mir geht's nicht gut. Ich muss die Tarnung deaktivieren. Wo ist er denn? Da hinten? Ja. Wo ist der? Generier dich. Setzen! Wir sollen nur überleben, sehe ich gerade. Aber wir haben den jetzt schon fast tot, also. Oder bald zumindest. Schlagschuss! Aua. So, das war der letzte Schuss. Aber wir haben ja noch. Sie sind durch meine Schilde durch! Okay, da kann ich nicht hin. Wo ist er denn? Easy! Den Dreschlund besiegen! Großwildjäger. Nietzsche! Wir bekommen Gesellschaft. Gut, ich will mehr. Es heißt. Sie sind am Leben. Und sie haben den Dreschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Der letzte war Erdnot Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Das wird zu Diskussionen führen. Ich frage mich, Sie behaupten, Sie seien rein? Und kein Alien war an Ihrer Herstellung beteiligt? Nur der Warlord O'Kear?
Kommen Sie schon, Uwenk. Wenn Sie ihn beseitigen wollen, nur zu. Geben Sie Ihr Bestes. Noch nicht. Ich muss darüber nachdenken. Weshalb? Natürlicher kann ich nicht mehr werden. Sie sind stark. Sie sind ein Fehler, aber Ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören Sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären Sie Teil des Clans. Kann klar Mitglied werden. Sie reden, als wäre er ein Gegenstand. Sie wollen nur seine Stärke. Es geht Ihnen nicht darum, dass er Teil Ihres Clans wird. Natürlich nicht. Ich wollte auch nicht mit dem Erdnot-Clan kooperieren, war aber dazu gezwungen. Der Gertetor-Clan steht am Scheideweg. Er wird entweder mächtig oder endet im Staub. Wenn ich sie bekämpfe, unterstützen mich die Traditionalisten. Und wenn ich sie unterstütze, bejubeln mich die Reformer. Ihr Initiationsritus hat auch dabei das Gleichgewicht verschoben. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißen soll. Kann ein Clan-Mitglied werden. Aber meistens sind halt die, wo die bösen Entscheidungen quasi unten. Ich klick's einfach mal an, auch weil ich wissen will, was es einfach ist, weil das sagt mir nichts. Man kann sich darauf nicht einlassen und ich werde nicht gestatten, dass er meine Crew verlässt. Es ist unwichtig. Na, kann kein, okay. So weit reicht ihre Autorität nicht. Kein Gertetalk würde sie jemals so herumkommandieren wie dieses abscheuliche Alien. Shepard mag mir hin und wieder auf die Nerven gehen, aber Exkremente wie sie wurden täglich aus meinem Tank gespült. Sie sind tot. Ich hoffe, das führt jetzt nicht zu Problemen. Sie haben uns gesehen. Wow, das gab verdammt viel Abtrünnigkeitspunkte. Und verdammt viel Vorwärtspunkte. Was habe ich jetzt falsch und was habe ich richtig gemacht? Schwächtig! Ich habe meine Munitionskraft gar nicht aktiv. Das ist mal derselbe Scheiß. Du kannst. Brenne und schnell! Nein, zu schnell! Eure Mittelweg wird sie erledigen! Feind greift an! Aua! Pop, pop! Ich werfe sie um! Dann verbrenne ich dich halt! Dann ging nämlich gerade die Muni aus. Uwenk ist nur noch totes Fleisch. Wir sollten am Schlüsselstein das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Gerne. Er kann hier verrotten. Muss nur kurz gucken, wo es da hingeht. Okay, automatisch. So. Ich frage mich, wieso das jetzt so viele Vorbildspunkte gab. Sie haben den Initiationsritus bestanden und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Viele überleben, aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Grant, Sie sind jetzt ein Erdnot. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Shepard ist mein Kampfmeister. An ihn kommt keiner heran. Verstehe. Danke, Boy. Glückwunsch, Erdnot Grant. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Wie wurden Sie genannt, bevor Sie zum Schamanen wurden? Ich habe meinen Namen aufgegeben, als ich Schamane wurde. Ich bin ein Sprachrohr für den Zorn und den Blutrausch meines Volkes.
Es wäre falsch, meine alte Identität zu bewahren. Mein Leben gehört dem Clan. Ich will etwas über Tuchankas Vergangenheit erfahren. Tuchanka ist ein Ort voller großartiger Geschenke. Es tötet die Schwachen, quält die Langsamen und vernichtet die Dummen. Überleben ist eine Ehre. Und darin sind die Krogana Meister. Wir bedecken diesen Planeten mit unserer Zivilisation, nur um sie ein Dutzend Mal selbst niederzubrennen. Aber wir werden jedes Mal stärker. Wenn wir weise und mächtig genug sind, werden wir den Planeten auf ewig zähmen. Ich habe noch nie gehört, wie jemand behauptet hat, der Untergang der eigenen Zivilisation sei etwas Gutes. Ich hätte gedacht, von allen Aliens würden Sie das am ehesten verstehen, Shepard. Die Reiche und Clans der Krogana in der Vergangenheit waren glorreich gewachsen in großen Schlachten und Eroberungszügen, aber im Kern waren sie schwach. Wie hätten sie sonst fallen können? Wenn die Zivilisation der Krogana ihren Höhepunkt erreicht hat, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Sind wir nicht mehr aufzuhalten? Erzählen Sie mir von den Ritualen und Zeremonien der Krogana. Sie haben den Initiationsritus gesehen. Krogana durchleiden bei der Geburt den Lebensritus, sowie später den Ehrenritus, wenn sie zur Fortpflanzung anerkannt werden wollen. Der Vorreiterritus wird abgehalten, da kommt die ganze Familie bevor Krogana noch mit. Zum ersten Mal einem neuen Feind entgegentritt. Daneben gibt es noch zahlreiche Riten, die der Anführer des Clans im Dienste seiner Leute bestehen muss. Welche Riten mussten Sie durchlaufen, um Oberschamane zu werden? Schamane zu werden ist sehr anstrengend. Ich habe Riten durchlitten, bei denen ich meinen Tod herbeisehnte. Meine Seele ist voller Narben. Ich halte jeden Abend und jeden Morgen in der Dämmerung Rituale ab, um die Bindung zur kroganischen Natur nicht zu verlieren. Unser Geist lebt von Gewalt und Tod. Darauf muss ich stets eingestimmt sein. Schrecklicher Job. Allerdings. Ich muss mir das nicht länger anhören. Wow. Es ist klar, dass Sie ohnehin nicht vorhatten, zuzuhören. Ich hab gerade die ganze Zeit zugehört. Stufenaufstieg, wieso zusammenführen? Also, Grant hat sich nach dem Erdenclan angeschlossen und müsste jetzt emotional stabil sein. Werde die Fortschritte des Kroganers beobachten, was eine gesellschaftliche Akzeptanz im Erdenclan betrifft. Hoffentlich stören die Verbindungen zum Clan nicht die Loyalität zu Shepard. Daten über kroganische Clanpolitik nützlich. Und ein neues Outfit. So. Ich mag noch jung sein, aber ich verkünde die Wünsche der Frauen. Nicht sie schon wieder. Was kann der Nacken? Ja, das war irgendwie auch sinnlos, mit dem zu reden, ne? Vielleicht kommt da ja noch irgendwann irgendwas. So. Dann zurück zur Normandy. Ich werde. Hört, dass die Tankzüchtung und der Mensch einen Dreschen und erledigt haben? Jeder hat das. Ja, hab ich gehört. Hat seit Rex niemand mehr geschafft. Wir sehen uns gleich auf der Normandy. Bye.